الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, ich wollte mich auf diesem Weg bedanken, den 9.6., den ersten islamischen Friedenskongress in Köln zu so einem großen Erfolg gemacht habt, mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn durch euch war es möglich, dass die Hilfsorganisation IHED an diesem Tag 11.000 Euro für unsere Geschwister in Syrien sammeln konnte. Ihr habt wieder Nichtmuslime mitgebracht. Dadurch hat Allah 5 Leute an diesem Tag zum Islam übertreten lassen. Alhamdulillah. Und wir haben wieder unsere Vorträge durch euren Schutz auch gemacht, dass Allah euch uns zum Schutz geschickt hat. Und ich danke auch allen, dass ihr euch alle friedlich benommen habt und euch nicht von den Rechtsextremisten provozieren lassen habt. Es waren dort so viele Leute an dem Tag, die versucht haben zu provozieren, die dort rumgeschrien haben, verschiedene Parolen, die auch sehr beleidigend waren. Und Alhamdulillah, ich bin auch wirklich sehr glücklich, dass ihr euch da nicht habt provozieren lassen. Ja. Dann, man sieht, die Medien, die sind so hilflos, die wissen gar nicht, was sie schreiben sollen. Ich habe bisher in den Medien so gut wie kein Zitat gelesen, außer in Migazin, wo einiges berichtet wurde von dem Friedenskongress, wo sich allerdings dann der Autor etwas ausgelassen hatte darüber, dass ich die Hetze gegen die Muslime in Internetforen in Deutschland kritisiert habe. Daraufhin kommt dann ein Kommentar von einer intelligenten Frau, weil das merkt man daran, wie diese Frau schreibt, die dann den Artikel kritisiert oder den Autor des Artikels in Migazin kritisiert, weil er diese Kritik an der Hetze von mir kritisiert hat. Alhamdulillah. Dann haben wir an diesem Tag auch noch ein großes Ereignis gehabt. Oder was heißt großes Ereignis? Wir haben an diesem Tag wieder eine klare Lehre vor Augen geführt bekommen. Willi Herren kam auf die Bühne, der Schauspieler Willi Herren, hat mich umarmt, wie das in Köln eigentlich so gang und gäbe ist, und hat mich gelobt, hat gesagt, dass ich ein netter Kerl bin und hat gesagt, dass er diese Veranstaltung gut findet, sinngemäß, dass es überhaupt nichts mit Hass zu tun hat, was dort geredet wird, und dass er viele Vorträge von mir gesehen hat und nichts von Hass und so weiter dort lesen konnte. Er hat weder eine Wertung über spezielle Dinge in meinen Vorträgen vorgenommen, noch hat er alles an mir gelobt, sondern lediglich, dass er ein netter Mensch bin, ein herzensguter Mensch bin und dass er nie etwas von Hass gesehen hat. Aber das war schon zu viel. Das ist in Deutschland die Grenze der Meinungsfreiheit. Wenn das jemand sagt, der im öffentlichen Leben steht, wenn das jemand sagt, der Schauspieler oder Sänger ist, dann wird er sofort von den Medien platt gemacht. Das heißt, er wird attackiert, er wird terrorisiert, er wird bedroht, ihm wird gedroht, dass er seinen Job verliert. Das ist die sogenannte Meinungsfreiheit in Deutschland. Und deswegen wundert es uns auch nicht, dass in der Vergangenheit nie detailliert bzw. differenziert über uns berichtet wurde. Keiner hat gegen Terrorismus gesprochen wie wir. Keiner hat gegen Zwangsheirat gesprochen wie wir. Keiner hat sich für Frauenrechte eingesetzt wie wir. Keiner, weil Alhamdulillah, keiner hat gegen Ehrenmord gesprochen wie wir. Ja? Keiner hat die Jugend dazu aufgerufen, sich von Kriminalität zu entfernen wie wir. Aber das wurde nie erwähnt, sondern ganz im Gegenteil, das wurde systematisch zensiert. Und jetzt haben wir den Beweis dafür, und das haben wir an diesem Fall mit Willi Herren, dass er sofort durch die Mangel genommen wurde. Und wir haben uns immer gefragt, woher kommt das? Und wir haben angenommen, dass die Medien durch die Politik gelenkt werden. Und jetzt haben wir den Beweis dafür. Ein gewisser Alexander Dobrindt, ja, der wohl der CSU-Generalsekretär oder was auch immer ist, ja, weil ich kenne jetzt nicht jede unwichtige Person in Deutschland, ja, der hat dann bei WDR angerufen oder hat sich dort gemeldet, dass die in keinster Weise irgendwie dort etwas verharmlosen sollen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, die dürfen nicht differenzieren. Die dürfen nur das berichten, was im Augen des Durchschnittsdeutschen negativ erscheint. Das heißt, wir haben es mit einer Medienzensur zu tun, die systematisch dafür sorgt, dass über den Islamisten, den sogenannten Islamisten,
nichts Positives berichtet wird. Ich will an dieser Stelle auch nur betonen, und das wird da wieder einige Leute zum Ausflippen bringen, dass ein Propagandapunkt von Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf oder ein Punkt, den er erwähnt hat, wie die Propaganda sein soll, war, dass man über den Feind niemals etwas Positives differenziert berichten darf. Aber wir sagen, wie vergleichst du die Lage der Muslime mit der der Juden? Das ist doch wohl eine Frechheit. Wie kann man nur, die Juden waren im Konzentrationslager. Ich sage nochmal, ja, ein Vergleich bedeutet nicht, dass etwas identisch ist. Ja, wir können auch einen Kreis mit einem Dreieck vergleichen. Das heißt nicht, dass ein Kreis und ein Dreieck identisch sind. Aber sie haben Gemeinsamkeiten, sie haben beide eine Fläche, die man errechnen kann. Es sind beides Flächen. Ja, so. Das heißt, die haben Gemeinsamkeiten, aber das heißt nicht, dass sie identisch sind. Das heißt, wenn wir vergleichen, wenn wir die Situation der Muslime mit der Situation der Juden vergleichen zur Zeit der Nazis, dann heißt das nicht, dass wir das identisch sehen. Das haben wir auch nie behauptet. Da müssen wir bescheuert sein, weil jeder von uns weiß, dass es keine Konzentrationslager in Deutschland gibt oder dass es keine Konzentrationslager für Muslime gibt. Aber worauf man aufmerksam machen muss und was hier auch wieder systematisch zensiert wird, ist, dass der Weg zum Holocaust kein Weg war, der von heute auf morgen beschritten wurde, sondern das war ein längerer Weg. Das war ein Weg der systematischen Hetze und jeder Völkermord war ein Weg der systematischen Hetze. Und das kann man beispielsweise in Büchern wie dem Weg von Daniel Jonah, dem Buch von Daniel Jonah Goldhagen, Genocide oder beziehungsweise Völkermord schlimmer als Krieg, nachlesen. Es ist ein längerer Weg, wo es bestimmte Situationen gibt. Und was wir hier haben, ist, dass wir dieselbe Struktur der Hetze in Deutschland in Internetforen wie zum Beispiel PE News ganz klar und eindeutig finden. Das habe ich an diesem Tag ganz klar gezeigt. Aber das soll nicht berichtet werden. Sieht man, man hat bisher noch nichts in den Medien darüber gefunden und wenn, dann wird es wieder diffamiert, dann wird es wieder abgetan, aha, der will hetzen. Nee, ich will nicht hetzen. Ich will auf ein Problem aufmerksam machen. Wer hetzt, sind diejenigen, die diese Dinge einfach runterspielen. Das sind diejenigen, die hetzen, das sind die Spalten. Und nicht derjenige, der auf Hetze aufmerksam macht, der darauf aufmerksam macht, welche Parallelen es gibt zwischen der Hetze gegen die Muslime heute und die Hetze gegen die Juden damals. Und da gibt es gewaltige Gemeinsamkeiten. Damals wurde erzählt, die Juden wollen uns erobern, jetzt wird erzählt, die Islamisten wollen uns erobern. Als ganz banaler Beispiel. Ganz banales Beispiel. Damals wurde behauptet, die Juden seien Sozialschmarotzer etc. Ja, die hintenrum die Gesellschaft gefährden und ausnutzen. Heute wird dasselbe über die Muslime erzählt und so wird Hass geschürt. Ja? Und am Beispiel von Willi Herren sieht man, ja, dass es keine Meinungsfreiheit gibt. Die Meinungsfreiheit ist ja kaputt. Willi Herren wurde platt gemacht. Ja? Es wurde da deswegen in seiner Vergangenheit rumgefühlt und irgendwas über Drogenexzesse erzählt und irgendwas über Sucht erzählt und er wurde als Dummkopf dargestellt und so weiter und so fort. Das ist die Moral der Politik. Das ist die Moral der Medien. Ja, genau so sieht es aus. Und wir sehen jetzt genau dasselbe, was passiert ist in Ulm, dass die Druckerei den Geschäftsführer oder auf jeden Fall einen Verantwortlichen für die Korandrucke jetzt entlassen hat. Sie haben ihn rausgeschmissen. Und die Korane, die schon gedruckt worden sind, die 50.000, auf Druck der Politik werden die vernichtet. Ja, das ist Deutschland 2012 auch Absurdistan genannt. Ja, Deutschland ist mutiert zu Absurdistan. Das ist das, wofür die Leute kämpfen. Das ist die Demokratie, wofür die Leute kämpfen. Ja? Übrigens, wir haben nie gesagt, dass unser Ziel es sei, ja, die Demokratie abzuschaffen. Wir haben immer gesagt, unser Ziel ist es, oder unser Ziel beschränkt sich darauf, die Menschen zum Islam einzuladen. Punkt. Ja. Und ich bin in keinster Weise dazu verpflichtet, laut Grundgesetz, das Grundgesetz als die beste Form der Gesetzgebung anzusehen, sondern jeder Muslim sieht die Scharia als die beste Form der Gesetzgebung an, weil die Scharia und das Grundgesetz eine ganz andere Zielsetzung haben. Das Ziel des Grundgesetzes ist, den Menschen möglichst viel Freiheit zu geben, um das Leben möglichst gut genießen zu können
sodass man sich in die Quere kommt. Das Mögliche, das Ziel der Scharia ist, die Rahmenbedingungen der Gesellschaft so zu stellen, dass der Mensch die besten Rahmenbedingungen hat, um das gewaltigste Ziel zu erreichen, nämlich das Paradies. Von daher sind das zwei Dinge, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Das nur mal so nebenbei am Rande. Ja, aber wie gesagt, was müssen wir wissen, liebe Geschwister im Islam? Wir sehen hieran ganz klar und eindeutig, dass es in Deutschland Diskriminierungen gibt. Das kann kein Mensch, kann das verleugnen, der auch nur ein Atom Ehrlichkeit im Herzen hat. Man sieht es, Frauen mit Kopftuch dürfen nicht Lehrerin sein, Frauen, Nonnen mit Kopftuch dürfen Lehrerin sein. Bibeln werden gedruckt in derselben Druckerei, Korane werden auf Druck der Politik vernichtet und für jeden von diesem, für jeden Schwachsinn gibt es dann irgendeine schwachsinnigere Erklärung von wegen, das Kopftuch sei ein politisches Symbol oder die Korane, die werden ja von Salafisten gedruckt, die Salafisten seien ganz gefährlich und so weiter und so fort. Und der deutsche Michel, der lässt sich dann auch noch teilweise schön für blöd verkaufen. Was müssen wir machen? Sollen wir jetzt sagen, aua, aua, wir können nicht mehr, aua, aua, lass uns lieber zurückziehen, aua, aua, es ist ganz gefährlich, aua, aua, wir müssen ganz viel Angst haben. Nein. Unsere Devise muss es immer sein, so zu sein wie der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Mohammed, bei ihm ging die Hetze noch viel weiter, nämlich, dass Leute gefoltert wurden, dass Anhänger getötet wurden, dass ihm seine Dauer völlig zugemacht worden ist. Was hat er gemacht? Er hat sich nie zurückgezogen, sondern er ist keinen Millimeter zurückgegangen und hat seine Botschaft weiter verbracht. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Und wenn die Leute, wenn ihr ihn der Lüge bezichtigt, so haben schon vor ihm Gemeinschaften die Gesandten der Lüge bezichtigt. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündung. Uns obliegt, wir sind die Gesandten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und uns obliegt die deutsche Verkündung. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, hört mir gut zu, hört mir gut zu. Nehmt die ganzen Videos von YouTube, ladet sie alle runter bei euch auf DVDs und ruft jetzt eure Freunde an und macht mit ihnen aus, dass ihr euch einmal in der Woche bei euch in der Wohnung trifft. Wir müssen davon ausgehen, wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die Dauer, die zur Wahrheit ruft, die wahre Dauer, der wahre Ruf zum Islam komplett zugemacht wird. Und dann müssen wir von hinten kommen. Wir müssen die Wohnungen zu Dauerzentren machen. 5.000, 10.000 Wohnungen zu Dauerzentren. Dann verteilt weiter die Korane und Bücher auf der Straße. Tragt die Dauer auf die Straße raus. Ihr müsst versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Denn das ist das, wie der Prophet a.s.w. es auch getan hat. Der Prophet a.s.w. hat die Dauer nicht versteckt in der Moschee für 30, 40 Mann, sondern er ist rausgegangen zum Souq Dhul Majaz, zum Markt von Dhul Majaz. Und er ist rausgegangen zum Berg Safa. Und er ist rausgegangen zu den Zelten der Pilger, um diese Botschaft an alle Menschen zu bringen. Er ist rausgegangen nach Taif, um diese Botschaft an alle Menschen zu bringen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Denn der Prophet a.s.w. sagt, Satajidu nasa kiblimia la tajidu rahilatan. Du wirst die Menschen finden wie Kamele. Von 100 Kamele findest du kein Reittier. Das heißt aber, das 101. ist ein Reittier, ist offen, ist gut, ist nützlich. Das heißt, ruft. Ruft und irgendwo ist derjenige, der diese Botschaft annimmt. Und der Prophet a.s.w. sagt, لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلٌ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّ تَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسِ. Dass jemand durch dich den Islam annimmt, durch dich rechtgeleitet wird, dass Allah durch dich jemand rechtgeleitet, ist besser als alles, worüber die Erde aufgeht. Das ist der Lohn dafür. Und wisst, Brüder und Schwestern im Islam, immer, wenn man denkt, es gibt keinen Ausweg mehr, kommt die Hilfe Allahs. Es wird noch schwerer werden, das müssen wir voraussehen durch die Geschichte. Es wird gefährlich werden, damit müssen wir rechnen. Aber am Ende wird der Islam Religion Nummer 1 auf der ganzen Welt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ النَّصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Denkt ihr, wer das Paradies betreten und
es wird euch nicht das treffen, was die getroffen hat, die vor euch waren. Den hat der Kraden und die Härte getroffen. Und die Erde unter ihnen fing an zu beben, bis der Gesandte und die Gläubigen mit ihm nur noch sagten, was? Wann kommt die Hilfe Allahs? Ist die Hilfe Allahs nicht nahe? Das heißt, immer wenn es eng wird, ist die Hilfe Allahs nahe. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist, den Gläubigen zu helfen. Verbreitet diese Botschaft, hört diese Botschaft, verbreitet die CDs, verbreitet die Internetseite, verbreitet die Vorträge, ruft alle eure Freunde an, verbreitet das auf Facebook, überall. Versucht jeden Tag einen neuen Menschen zu erreichen. Das ist meine Botschaft an euch. Und lasst euch nicht unterkriegen, egal wie schwer es aussieht. Wir müssen Hoffnung haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns helfen, inshallah. Jazakallahu khairan, subhanakallahu. Und für die Nicht-Muslime, erstmal für die Hetzer. Ja, jetzt kommen wieder Leute, Pierre Vogel, ja, er hetzt die Leute, aber er erzählt ihnen, wir werden unterdrückt. Ja, beweist uns das Gegenteil. Beweist uns das Gegenteil. Lasst einen Willi Herren in Ruhe. Lasst einen Alexander Dobrindt von der CSU nicht bei WDR anrufen. Unterdrückt nicht, versucht nicht, die Medien zu leiten. Und die Medien sollen keinen Schrott erzählen. Ja, und lasst Frauen mit Kopftuch arbeiten. Dann nehmen wir auch die Ausland zu, ganz einfach. Aber solange diese Lage so aussieht, dass Bibeln gedruckt werden und Korane vernichtet werden, müssen wir halt sagen, dass wir diskriminiert sind. So einfach ist das. Punkt. Ende aus, Wiki Maus. Und es hat noch keiner den Islam angenommen oder hat sich auf unsere Seite geschlagen, weil wir denen gesagt haben, weil das ist immer der Schwachsinn, der erzählt wird. Wir haben erst angefangen, über die Diskriminierung zu sprechen, als wir diskriminiert wurden. Ja, die ersten paar Jahre haben wir gar nicht darüber geredet, aber man muss darüber reden, weil das einfach bekämpft werden will. Aber hier wollen sich Leute einfach querstellen und stur auf ihrem Standpunkt beharren. Das ist das Problem. Ja, der Punkt ist ganz einfach. Hört auf damit, dann brauchen wir nicht mehr darüber zu reden. Aber ihr kommt nicht damit auf, weil ihr ganz genau wisst, wenn ihr uns machen lässt, werden immer mehr Leute den Islam annehmen. Und das wollt ihr nicht. Euer Problem, das heißt, ich rede nicht von dem normalen Nicht-Muslim, ich rede von denjenigen, die hier versuchen, die Gesellschaft zu vergiften. Ja, euer Problem liegt am Islam, weil der Islam euch nicht passt. So einfach sieht die Sache aus. Und für die Muslime, für die Nicht-Muslime, die sich für den Islam interessieren, schaut es euch an. Und dann fragt euch selber, was wird in den Medien erzählt und was ist wirklich unsere Botschaft. Und deswegen sagen wir zu den Medien, hetzt weiter. Erzählt euren Unfug weiter. Macht euch weiter. Weil jedes Mal, wenn ihr irgendeinen Schrott erzählt, kommen Leute auf unsere Seite, gehen Leute auf die Videos in YouTube und sagen, hey, was wird denn da für eine Lüge erzählt? Was ist das überhaupt für ein neues Land hier? Absurdistan. Die Bananenrepublik Deutschland. Wie gesagt, möge Allah uns festigen, subhanakallahumma bihamdik, shallu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.